die Alice Weidel war in Österreich zu Besuch, da ist die FPÖ total drauf reingekippt, da haben sie Bilder von der gepostet. Gut, wenn du den Kickl als Parteichef hast, musst du die Chance nützen. Ne? Die AfD und die FPÖ, die arbeiten jetzt immer mehr ganz eng zusammen. Geteilter Neid ist halber Neid. Haben die jetzt sogar mal fusionieren wollen, die zwei? Ja, ja, aber das hat ja leider nicht hingehauen, weil der gemeinsame Parteiname ist seit 1945 verboten. Eine Portion Podcast, bitte. Hier sind die Gebrüder Moffat. Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der Bistum Moffat Podcast. Und es geht wieder los. Das ist der Bistum Moffat Podcast. Wir sind die Gebrüder Moffat. Mein Name ist Franz. Und ich bin der Martin. Erste Folge nach der Sommerpause. Ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, ich habe ein bisschen die alten Folgen angeschaut, vor der Sommerpause, da haben wir ganz am Schluss behauptet, dass wir nach dem Sommer den Kickl verhindern. Ja. Das war halt jetzt, oder? Was vor dem Sommer war, gilt doch nach dem Sommer. Oder ist der Kickl an der Macht? Nein. Wir haben ihn bis jetzt verhindert, wir werden ihn weiter verhindern. Oder wir haben ihn schon verhindert. Der Sommer ist ja auch schon aus. Du musst mir schon zuhören. Ich hab da zugehört. Naja, dann eben. Eben, ich gebe dir recht. Da glaubst du, ich sage einfach nur, ja, stimmt. Du sagst, oder wir haben ihn schon verhindert. Das ist kein oder. Man merkt, du bist überhaupt nicht im Training. Ich habe jeden Tag, habe ich ganz allein für mich, einen unveröffentlichten Podcast aufgenommen, um im Training zu bleiben. Ja, da rutscht einem schon mal das eine oder andere oder aus, nicht? Oder? Sei doch nicht so kleinlich. Du bist ein bisschen... Naja, und ich komme offensichtlich wahnsinnig sprachlich geschärft aus der Sommerpause zurück, weil ich da auch einmal mit anderen Menschen geredet habe als mit dir. Sei es wie sei, der Sommer ist vorbei. Es gibt ja auch Kritik, dass wir unsere Sommerpause immer so lange gestalten. Ja, also die fangen ja alle schon, was ich, im September mit ihren Fernsehsendungen und Podcasts und so weiter an. Sommerpause heißt Sommerpause. Außerdem sind wir zwei, kurz zur Erklärung da draußen, der Martin und ich, wir sind beides ja keine Schulabbrecher, ja, wir sind Studienabbrecher. Demnach beginnt das Semester für uns auf höherem Niveau sozusagen erst im Oktober, oder? Ist ja nur so, dass die Unis erst im Oktober beginnen, oder? Das ist wahrscheinlich auch seit 1995 nicht mehr so, aber wir sind noch alte Schule. Außerdem... Na, wir sind noch alte Uni. Die FH, glaube ich, beginnt schon im September, aber die Uni ist wie immer. Juni brauchen wir keinen, Juli, August sowieso Pause und September auch. Ich halte es aber da auch mit der europäischen Idee, weil eigentlich gibt's ganz, ganz viele Länder, außer Österreich und Deutschland, wo die Sommerferien für die Schülerinnen und Schüler 3 Monate dauern. Na eben, also deswegen sind wir jetzt wieder da und schauen wir mal, wie das überhaupt so wird, weil jetzt kommen ja bald einmal die Herbstferien und die könnten ja durchaus auch ein bisschen länger sein und vorverlegt werden. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil heute das Thema ich eingebracht habe. Ich habe geschaut, was mich so im Sommer bewegt hat und bist auf dein Auto gestoßen. Du willst mir jetzt unbedingt die Rutsche zu einer privaten Anekdote legen, gell? Nein, das war so schön, weil du gesagt hast, ich habe ein bisschen geschaut, was mich so im Sommer bewegt hat. Ja, aber du streust gerade Salz in meine Wunden. Da haben wir die Herren da draußen, wir haben das Auto gestohlen. Ja, das ist wahr. Links, linke Klimakleber waren das. Und Kleberinnen. Und wie sie alle heißen. Jetzt werde ich Rechter, jetzt werde ich Nazi. Und deswegen möchte ich mich jetzt auch beschäftigen heute mit Deutschland. Ich habe mir gedacht, wir reden heute über Deutschland, ja. Und so Ausländer interessieren uns ja im Grunde nicht und Deutsche schon gar nicht. Aber man muss sich wirklich ein bisschen anschauen, was da in Deutschland gerade passiert oder überhaupt die letzten Jahre passiert ist. Weil es ist eindeutig zu erkennen, da steckt ein ganz ein durchstrukturierter Plan dahinter. Die deutsche Politik kopiert 1:1 zeitversetzt die österreichische. Das haben wir ja eh schon manchmal festgestellt, nicht die ganze rechtspopulistische Geschichte, da sind wir einfach das Mutterland, kann man sagen, das Mutterland des Rechtspopulismus, das haben wir schon alles durchgemacht, da haben die Deutschen noch... Ich würde sogar sagen, wir sind das Vaterland. Das Vaterland. Der liebe Gott war ja auch ein Mann. Apropos lieber Gott, da möchte ich ganz kurz, das möchte ich später sagen. Das ist wieder eine Schnurre von dir. Naja, es ist heute ein aufregender Tag. Der Tag, wo wir aufnehmen, ist Dienstag, der 26. September. Und jetzt gerade war diese Pressekonferenz von unserem Bundeskanzler, dem Karl Nehammer, mit dem neuen großen Slogan von ihm, ja, dem Gottkanzler, Glaub an Österreich. Das möchte ich nur mal gesagt haben, dass mir das sehr gut gefällt. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich war. Ich bin eben sehr, sehr aufgeregt, beziehungsweise eigentlich erregt.
Na Alter, was da abgeht in Deutschland. Die AfD, eine lupenrein rechtsextreme Partei, ist mittlerweile bei 20% liegen die in Umfragen. In Ostdeutschland sind es nach Umfragen stimmenstärkste Partei und wirklich, also die haben ein Wording, einen politischen Output, der ist durch und durch rechtsextrem und mir fällt auf, dass die Leute in Deutschland massenweise auf diese Partei sich verführen lassen, dass sie reinkippen, dass sie denen wirklich glauben, dass Deutschland auf mich total instabil wirkt und ich wirklich die Angst habe, dass diese Idiotenpartei AfD da drüben was zu reden haben wird irgendwann, was gleichzeitig auch heißt, dass ich den Deutschen, und das ist schwierig als Österreicher, weil man hat immer das Gefühl gehabt, die Deutschen, die sind so gut und die kennen alles und die machen nichts falsch und dass die so deppert sind und wirklich auf die eine fallen. Ja, das ist meine große Sorge und ich bin eigentlich fertig mit der Einleitung für dich, lieber Martin, und für die lieben Hörerleins da draußen, dass mir das jetzt auch ein bisschen zu schnell geht, weil die haben ja immer so schön gemütlich langsam nach und nach Österreich kopiert. Da fällt ja noch viel, also ja, Autounfall mit einem VW und einem Ibiza-Video und so weiter. Nein, nein, die AfD gibt es gerade einmal seit 10 Jahren, sitzen schon seit ein paar Jahren jetzt im Bundestag und haben jetzt wirklich Machtfantasien und Machtansprüche. Ich traue denen alles zu. Ich habe Angst, dass Deutschland und auch Österreich, das ist, glaube ich, wirklich eine sehr ernstzunehmende Situation, die nächsten Jahre von Rechtsradikalen regiert wird. Und da würde mich wahnsinnig interessieren, Martin, deine Meinung dazu. Nein, weil ich stecke ja meine Nase nicht so tief in deutsche, insbesondere AfD-Angelegenheiten wie du in letzter Zeit, weil das Thema gärt ja in dir. Dementsprechend habe ich jetzt nicht so den unmittelbar emotionalen Bezug, so wie du, nehme das aber sehr, sehr ernst und kriege das natürlich auch mit, dass es da im Nachbarland rumort. Und würde man dementsprechend, weil du da jetzt die zum Spezialisten mittlerweile hochgelesen hast und hochkonsumiert hast in den Medien, würde man gern von dir erklären lassen, wie genau du das siehst und woran du das festmachst. Ja, der Speed ist so besorgniserregend, dass es so schnell geht. Es kann auch sein, dass Elon Musk schuld ist und ich auf Twitter, wenn man sich ein, zwei Mal interessiert für die AfD-Angelegenheiten, jetzt kriegt er ja den ganzen Scheiß reingespielt in diese Für-mich-Timeline und schauen wir das ja tatsächlich an. Vielleicht ist die Lage auch gar nicht so arg, aber die Umfragen sind Umfragen und 20% ist für eine rechtsextreme Partei, wo man die Vorsitzende, die Alice Weidel, ganz rechtlich abgesegnet, ganz offiziell Nazischlampe nennen darf. Ja, das kann man hier an dieser Stelle auch machen. Aber deswegen magst du den Podcast heute machen. Ich würde gern zu dir, lieber Martin, Nazi-Schlampe sagen und schauen, ob du das auch gerichtlich abklären lässt, dass ich das weiterhin sagen darf. Na, darf ich jetzt ein altes Kottan-Zitat bringen? Nee, es wird sich nicht verhindern lassen, du Nazi-Schlampe. Geht nicht. Bin lesbisch. Naja, dann rede ich mit dem anderen drüber. Dabei hätte ich ja jetzt sagen müssen, geht nicht, bin nicht lesbisch, ne? Das überfordert mich intellektuell. Na, die Alice Weidel ist ja lesbisch. Eben, aber man kann auch als lesbische Frau eine Schlampe sein, oder? Ja, eh, aber du hast ja zu mir Nazi-Schlampe gesagt. Ach so, okay, warte, ich nehme alles zurück. Alice Weidel, Nazi-Schlampe, du nicht. Apropos Alice Weidel, es ist ja so, dass die Alice Weidel, die war ja gerade in Österreich, die hat der Kickl, der österreichische Führer, da gibt es jetzt mehrere davon und wirklich also total divers, lesbisch und aus allen Herrenländern. Die Alice Weidel war in Österreich zu Besuch, da ist die FPÖ total drauf reingekippt, da haben es Bilder von der gepostet. Gut, wenn es den Kickl als Parteichef hast, musst du die Chance nützen, ne? Jetzt haben es da wirklich, also die AfD und die FPÖ, gemeinsame Sache machen wir jetzt. Die arbeiten jetzt immer mehr ganz eng zusammen. Geteilter Neid ist halber Neid. Haben die nicht sogar mal fusionieren wollen, die zwei? Ja, ja, aber das hat ja leider nicht hingehauen, weil der gemeinsame Parteiname ist seit 1945 verboten. Und das muss ja auch total arg gewesen sein, wie sie die zwei getroffen haben. Die Vorsitzenden von FPÖ und AfD, ne, wie sie die so gesehen haben und so weiter, ich meine, das ist schon nicht einfach für so jemanden. Ah, um Gottes Willen, ein Ausländer. Ja. Der Kickl muss mit einer Ausländerin auf einem Tisch sitzen. Und umgekehrt. Ja, der hat sicher am Anfang so ein verbindendes Kennenlernspiel gegeben zwischen Kickl und Weidel, ne, damit die doch dann verkrampfte Situation sich ein bisschen auflockert. Glaubst? Ja, ja. Was haben sie da gespielt? Mein rechter Platz ist leer. Da wünsche ich mir eine Nazi-Schlampe her. Und schon ist er gekommen, der Kickl.
Wieso vernetzen Sie nationale Parteien eigentlich international? Ist das nicht Volksverrat? Nationale, internationale. Aber die FPÖ war ja eigentlich immer schon eine europafreundliche Partei. Ich meine doch, die wollen aus der EU austreten. Nein, bin mir ziemlich sicher nicht. Du kannst jeden Schilling drauf wetten. Man muss sich aus österreichischer Sicht jetzt wirklich fragen, will der Kickl jetzt vielleicht am Ende sogar in der deutschen Politik mitmischen? Naja, das ist ein durchaus historisch erprobtes Modell. Nur in dem Fall jetzt ohne Kunstakademie halt. Das Dramatische ist ja auch, dass in Deutschland ja wirklich, man kann ja zuschauen, wie die gleichen Fehler gemacht werden, die bei uns ja auch gemacht worden sind. Immer schon die letzten Jahre und Jahrzehnte. Nämlich, dass die anderen Parteien, die konservativen Parteien, allen voran, die CDU, danach ziehen und das nachplappern und sich auf diese gleichen Themen, auf diesen gleichen Schwachsinn, ja, draufsetzen. Es geht immer um irgendwelche erfundenen Details, Sachen, die angeblich von irgendwelchen Linken verboten werden sollen. Die Alice Weidel schreit komplett hysterisch in ein Mikrofon, dass sie Angst hat, dass ihr wer Schnitzel verbietet. Niemand im ganzen deutschsprachigen Raum, abgesehen davon, hat jemals ein Schnitzel gegessen, außer in Österreich. Was war es, eine deutsche Nazi-Schlampe überhaupt über Schnitzel? Die ist das mit Tunke wahrscheinlich. Ja? Das gehört ja verboten, meines Erachtens. Ja? Aber bitte, ja. Okay, ja, oder ein Genderwahn oder überhaupt alles das ganze Völkische. Der Europaspitzenkandidat von der AfD, der macht Videos, wo er sagt, ein echter Mann ist rechts. Wenn man ein richtiger Mann ist, dann ist man rechts und dann ist man patriotisch und steht aufs eigene Volk. Wie oft die allein über das Volk reden, was für ein Volk. Es gibt kein deutsches Volk, es gibt irgendwelche Leute, die in Deutschland umeinander leben und es gibt irgendwelche, die in Österreich umeinander leben. Aber dieses Völkische, das klingt alles so brandgefährlich. Und was macht die CDU? Die plappert ihnen einfach alles nach und die CSU erst recht, aber bitte, ja. Die sind ja gerade im Wahlkampf in Hessen und in Bayern wieder gewählt, jetzt im Oktober, und da wird man erste Tendenz erkennen, ob diese dramatische Stimmung, die ich da voraussage, ob die auch wirklich eintritt. Die CDU war sich ja nicht einmal zu blöd. Vor ein paar Tagen haben die ja ganz schaftig präsentiert ihre neue Parteifarbe. Die Schwarzen in Deutschland haben jetzt eine neue Parteifarbe. Und welche ist es geworden? Türkis! Ja, die deutschen Schwarzen sind jetzt Türkis. Man kann wirklich sich alles ausrechnen, was in Deutschland weiter passieren wird. Die CDU kann jetzt schon einmal für die nächsten Jahre die Gerichts- und Kinoseele buchen. Und die Kinoseele müssen sie wirklich buchen, wenn zu den Gerichtsverhandlungen kommt wenigstens irgendwer. Aber die, ja, Filme über Friedrich Merz. Ne? Schauen wir lieber ein Musical über Sebastian Kurz. Übrigens, ja, das könnten wir zu. Wir müssen irgendwas machen jetzt über Sebastian Kurz. Man ist eigentlich kein Kulturschaffender in Österreich, wenn man nicht irgendwas macht über Sebastian Kurz. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ein Musical, was Modernes, eine Rockoper. Vor kurzem diese The Who haben wir damit auch einen großen Erfolg gefeiert und haben gedacht, wir direkt am Zahn der Zeit machen eine Rockoper mit Wolfgang Sobotka als Rockoper. In Sebastian Kurz, die Rockoper. Aber das besprechen wir, glaube ich, nicht öffentlich. Ja, wir spielen da auf einen goldenen Bösendorfer Flügel. Ja. Und die Rockoper heißt The Message Control. Teil 2. Zur Sicherheit gleich. Dass uns dann nicht irgendwer in die Quere kommt. Vielleicht kurz für unsere deutschen HörerInnen. Es gibt mittlerweile, man weiß es nicht genau, 3 bis 4 Kinofilmprojekte zu Sebastian Kurz und 2 davon laufen wirklich im Kino. Einer davon kommt wirklich aus dem Sebastian Kurz-Umfeld und den schaut sich halt blöderweise keiner an. Deswegen hat die Filmproduktionsfirma Zwinker, Zwinker, Sebastian Kurz da die ganzen Kinoplätze gekauft. Ganz interessant, die haben ja die Kinoplätze aufgekauft. Nicht? Also die Kinos waren leer, aber die Karten waren trotzdem verkauft. Deswegen hat er am ersten Wochenende 4.000 Karten verkauft. Das ist in Österreich ganz viel. Die Deutschland, glaube ich, passen in ein größeres Kino 4.000 Leute eine. Aber bitte, ja. Aber die haben diese Fake-Tickets teilweise auch nach den Vorstellungen erst gekauft. Was da die Idee dahinter ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich glaube nicht, dass sie es nach den Vorführungen gekauft haben, sondern nach Beginn der Vorführungen. Und die haben sie irgendwie ausgemacht, also die Produktionsfirma und die Kinos, also so ein großer Kinokomplex,
dass es sowas wie eine Mindestzuschauerinnenzahl geben sollte. Und wenn die per natürlichem Verkauf nicht erreicht wird, dann werden die später bis zu diesem Mindestmaß an Zuschauerinnen pro Vorstellung eingebucht und wird dann verrechnet der Filmverleihfirma. So habe ich das verstanden. Und liebe Deutsche, jetzt hoffe ich wirklich, dass ihr gut zugehört habt, weil genauso müsst ihr das dann auch machen bei den Friedrich Merz Filmen. Ja, das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch blüht, was bei uns die letzten 30 Jahre so abgeht. Man muss sich das als deutscher Mensch einmal vorstellen. Ein Kinofilm über den Friedrich Merz. Ja, da kriegt man fast ein bisschen Mitleid. Und es ist keine Komödie. Nein, ist ja ernst gemeint. Das ist ein Doku. Ein Film, den der Friedrich Merz selber gemacht hat. Friedrich Merz. Also wirklich so, so. Kann man sich vorstellen wie ein Sissi-Film. Ganz romantisch. Der Sissi, wie sagt man, Friedrich, sagt man in Deutschland. Friedrich Merz, das ist ganz, ganz super, super, ole, ole, ole. Und dann natürlich auch ein kritischer Film, der sich mit, jetzt auch der ist ja nicht einmal noch richtig in Fort gekommen. Der war ja eh gern so ein Sebastian Kurz. Erstens ist er ein bisschen zu alt, ja, für einen Jungstar, weil der will, glaube ich, schon so. Ja, der alte Fritz. Seit 20 Jahren will der schon was werden irgendwie. Und der wird aber irgendwie nichts. Also es ist Deutschland auch immer ein bisschen holprig hinten noch. Man kann den Deutschen ja auch verraten, was alles kommt, wenn man schaut, was in Österreich gerade aktuell passiert. Und das habe ich ja eh schon angeteasert. Der schwarz-türkise Parteichef, also der Friedrich Merz in dem Fall, müsste jetzt ebenso die nächsten Tage so eine Veranstaltung machen, so eine Sakrale, wie eben heute der Karl Nehammer, unser schwarzer türkiser, man weiß es nicht so genau, Boss, ne? Glaub an Österreich, in dem Fall glaub an Deutschland. Also es wird diese Verbindung, das Volk, die Nation, das patriotische Gemenge, wie wir in der Fachsprache sagen, dass das halt auch eine Glaubenssache ist, dass man auch an Österreich und in dem Fall Deutschland glauben kann. Und das Zweite, was kommen wird, weil man ja immer schauen kann in Österreich, was in Deutschland passieren wird, ist, zum Beispiel, man glaubt es ja nicht, aber eine Delegation der FPÖ hat sich schon mal an sich auf sehr geschmeidigem Boden, nämlich in Afghanistan, getroffen mit den Taliban. Einfach so zum Quatschen. Also ein Staatsbesuch, kann man sagen, der österreichischen Oppositionspartei FPÖ, quasi die AfD, mit den Taliban. Ich weiß nicht, was die da gesprochen haben. Aber wahrscheinlich über die Frauenfußball-WM. Ja. Vielleicht gibt es ja eine gemeinsame Bewerbung für Frauenfußball-WM. Wir tun ja oft jetzt Staaten sowas gemeinsam machen. Ja? Afghanistan, Österreich, Islamischer Staat 2040. War doch schön. Oder einfach, wie sie das so umsetzen, weil die FPÖ ist ja zum Beispiel fürs Jogginghosenverbot, können jetzt aber nicht wirklich so zurückgreifen auf so Tools wie Todesstrafe. Und da ist natürlich schon die Expertise der Taliban ganz günstig, weil die ja da wirklich Erfahrung haben. Was mir aufgefallen ist bei diesem Tisch, wo die da gesessen sind, also die Taliban hat alle verkleidet als Frauen mit Bärten, diese langen Kleider an und diese ulkigen Mützen. Und daneben, wirklich, das kann man in einem Audioformat gar nicht beschreiben, weil Freakshow sondergleichen, also diese Alt-FPÖler da rund um den Andreas Mölzer in verschiedenen Kleidungen, gell? Die haben sie sehr unterschiedlich angezogen. Hast du das gesehen? Ja, ja. Ich habe das Bild gesehen. Die Kopftücher sind natürlich sehr spannend jetzt inhaltlich, ne? Da waren sie sicher ein bisschen zerrissen. Aber vielleicht, wenn Männer Kopftücher tragen, ist das nicht so schlimm, als würden es Frauen tragen. Naja, Frauen müssen ja dort Kopftücher tragen und Männer tun es. Aber für die FPÖler jetzt. Du meinst, dass diese Taliban alle schwul sind? Dass das einfach so ein offizieller Nazi-Schlampen-Kongress war, wo die Alice Weidel irreführenderweise nicht eingeladen war? Und deswegen hat es der Kickl nach Österreich eingeladen, um sie zu trösten. Was mir auffallen ist bei diesem Treffen, österreichische Nazi-Schlampen und afghanistinesische, also die zu Afghanistan gehörige Nazi-Schlampen, die haben am Tisch liegen gehabt, zwei so Riesenbockungen Taschentücher. Wirklich? Ja, wie wenn du zu einem Therapeuten gehst, das ist auch so, wenn du in so Therapie sitzt, das sind aber diese verschiedenen Stühle, die so im Kreis aufgestellt sind oft, dann nehmen sie Platz, wo sie wollen, gell, leck mir am Arsch, ja. Glaubst du, die lassen mir jetzt zuschauen, die Sessel immer nehmen und das dann auch noch irgendwie interpretieren, aber bitte, anderes Thema. Und dann haben die oft bei Therapeuten so Taschentücher stehen, so eine Box zum Zupfen. Ja, ja. Und die haben, du musst dir das nochmal anschauen, die Taliban-Schlampen und die Nazi-Schlampen aus Österreich sind da so gesessen rund um den Tisch und haben in der Mitte zwar so, ich weiß nicht,
sind ich davon ausgegangen, dass es ein sehr rührendes Gespräch wird. Das Thema war anscheinend, haben die gesagt, offiziell diese FPÖ-Zuständigen, dass das Thema war Menschenrechte, ganz klar. Und wenn es mit einem Taliban über Menschenrechte redet, die lösen das halt wirklich vorbildhaft. Da kommst du schon einmal vor Rührung ins Weinen, dass du denkst, ma. Naja, oder man weint Tränen vor Lachen, das kann ja auch sein, ne? Wenn du dort sitzt und du hörst da irgendwelche Menschenrechtsargumente sowohl von den einen als auch von den anderen an, dann könnte man schon mal lachen. Oder andere Theorien, also es gibt ja auf diesen Fotos wirklich keine einzige Frau, es war einfach so ein gemeinsamer, gemütlicher Abend mit ein bisschen erotischem Bildmaterial. Da braucht man auch Taschentücher. Ihr sprichst doch aus, Martin. Naja, ich habe das halt jetzt verschleiert gesagt, wie eine gut angezogene Afghanin. Es ist auf jeden Fall brandgefährlich. Ich glaube nämlich wirklich, Österreich ist ja in Wirklichkeit ein Autoland. Ja. Das hat unser Bundeskanzler gesagt. Österreich ist ein Autoland. Das hat er jetzt im Frühjahr gesagt, dass das einmal ja klar ist, dass wir das wissen. Österreich ist ein Autoland. Womit natürlich gefestigt ist, dass weiterhin fest an den Verbrennerschrauben gedreht wird. Aber Österreich ist ja auch ein wichtiges Land für die Zulieferindustrie der Autos. Jetzt ist Deutschland ja das eigentliche Mutterland des Autos, wo die produziert werden, viele Autos. Und Österreich hat sich da immer so kleine Nischen gesucht und die liefern zu, was ich so, Außenspiegel. Oder Antennen, oder was gibt's noch, was kann man noch? Taschentücher. Fürs Auto? Wunderbäume kommen wahrscheinlich auch aus Österreich. Österreich ist eindeutig ein Zulieferland, jetzt was die Autoindustrie betrifft und natürlich auch politisch immer schon gewesen. Die deutschen Kaiser waren über Jahrhunderte Österreicher, nämlich Habsburger. Und dann ist der andere gekommen, 33, ne? Das war auch ein Österreicher. Naja, und jetzt treffen sie Weidel und Kickl und dann hat Österreich wieder mal zugeliefert. Zulieferindustrie, verstehst du? Das ist ja rein wirtschaftlich. Das ist ein wahnsinnig guter Gedanke, ja. Das heißt, wir machen das ganze Glarzeugs für die Biefke. Und die machen es dann groß und weltberühmt. Und die machen es jetzt wirklich wieder groß. Ich sage dir, das ist brandgefährlich. Wir machen die Vorarbeit, wir schauen, was es geht. Wir treffen uns mit den Taliban. Der Haider hat sich auch schon mit Saddam Hussein getroffen und so weiter. Das ist ja, das nächste wird sein, Strache trifft sie mit Kim Jong-un und lässt sie selber dabei geheim filmen. Kommt ja der echt nicht mehr in die Medien. Aber Deutschland, das ist insofern schon gefährlich, weil, sagen wir sie ehrlich, wenn Österreich rechtsextremer regiert wird, ist es zwar ziemlich bitter für uns, aber dem Rest der Welt scheißegal. Aber, ich meine, Deutschland ist nicht niemand. Wenn in Deutschland die AfD in Regierungsverantwortung kommt, wenn die AfD den Kanzler in den Anspruch stellt, wenn die zum Beispiel Erster sind, und ich möchte das nicht ausschließen, dass die bei der nächsten oder übernächsten Wahl in Deutschland zumindest die relative Mehrheit haben, dann poscht in ganz Europa, dann hat das Auswirkungen auf die ganze Welt. Und das ist eine Dreckspartei. Das sind faschistische Methoden, auf die zurückgreifen. Ich möchte nicht ausschließen, dass es da zu putschähnlichen Situationen kommt. Mit einer relativen Mehrheit gibt sie die AfD nicht einfach so, oh. Ich glaube, dass die AfD, weil es ist wieder so, wir haben zugeliefert, wir zeigen ihnen alles, wir machen die Drecksarbeit, jetzt machen die das Groß und das machen wir dann natürlich wiederum auch nach. Also Kickl und Weidel, ob es die Personen selber sein werden, weiß ich nicht, aber die FPÖ und AfD... Na, Weidel kann es nicht alleine machen, das geht auf keinen Fall. Warum nicht? Naja, das ist ja eine ordentliche und anständige deutsche Frau. Ne? Die hat ja auch ein Kind mit ihrer Lebensgefährtin. Sag, kennst du die Alexandra Schöppel? Ich komme gleich drauf zurück. Sagt dir die was? Klingt so, als war es mit mir in der Volksschule. Schöppel Alexandra. Die Schöppel Alexandra abgeholt. Nein, ich kenne es nicht. Ne? Na, die ist, oder zumindest war sie 2018 Obmann-Stellvertreterin der freiheitlichen Arbeitnehmer in Salzburg. Und die hat ja gesagt, wahre Mütter gehen nicht Vollzeit arbeiten. Eine Arbeitnehmervertreterin. Dementsprechend, die Alice Weidel kann das nicht alleine machen. Das heißt, es muss eine geteilte Leitung sein. Und vielleicht haben sie die Alice und der Herbert das ausgemacht für die Zukunft. Große Lösung wieder mal. Beide Länder, aber Anala kann es nicht machen. So fortschrittlich ist man dann schon. Ja, jetzt war das beim Hitler also und keiner was. Da war irgendeine Frau. Ja, die Eva Braun. Die Na, die ist erst später gekommen, oder? Naja, sagt wer. Die ist die ganze Zeit schon im Bunker gesessen, die hat ja schon alles gewusst. Im Bunker gesessen hat gewartet, nein.
Wir dann kommen jetzt der Teufel. Halleluja, jetzt ist es soweit. Die Doppelspitze. Was ist eigentlich mit dem Hund gewesen? Ist der Hund vom Hitler, den haben sie auch vergiftet, gell? Den Hund vom Hitler, das ist interessant, ja. Ich glaube, der war im Bunker, oder? Ja. Sitz. Der war aber sicher auch ein rein deutscher Hund, oder? Weil es ist ja auch so eine interessante Geschichte, wo die Deutschen noch viel lernen müssen. Noch sind diese AfD-Menschen, die da so komplett Absurdes von sich geben, noch nicht wirklich in relevanten Ämtern. Im Gegensatz zu bei uns. Gottfried Waldhäusl zum Beispiel, der sagt jetzt schon was, oder? Ja, der niederösterreichische, Nazi-Schlampe. Genau. Der ist jetzt bitte wirklich, der ist ja zweiter Präsident des niederösterreichischen Landtags. Und der hat 2018 ja aber noch als Landesrat für Asyl, Integration und Tierschutz hat er gesagt, Hunde mit Migrationshintergrund nehmen unseren Tieren leider oftmals den Platz in den örtlichen Tierheimen weg. Ich meine, für uns sind solche Sätze mittlerweile normal, aber das muss man sich einmal vorstellen. Ich stelle mir jetzt gerade eine deutsche Hörerin oder einen Hörer vor und ich sage den Satz noch einmal. Hunde mit Migrationshintergrund nehmen unseren Tieren leider oftmals den Platz in den örtlichen Tierheimen weg. Das ist einer der höchsten Politiker des flächenmäßig größten Bundeslandes von Österreich. Und das war auch kein Witz. Und das werden jetzt die Deutschen nachmachen, das wird irgendein Deutscher sagen und noch ein paar Wochen später wird es den Deutschen nicht einmal mehr absurd vorkommen. Und irgendwelche Deutschen werden dann fordern Wahlrecht für Hunde. Aber nur für unsere. Eben, nicht die mit eindruckten Nosen. Hm? Ausländischen Boxer. Na, Boxer wirken irgendwie deutsch, oder? Die gibt's ja, glaube ich, gar nicht, oder? Die sind nicht Boxerhunde, ganz normale Schäferhunde, denen man auch mal ganz fest den Pappen gehauen hat. Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Da werden wir den Kollegen Landhäusl fragen, weil der kennt sich ja aus mit deutschem Tiermaterial. Waldhäusl, der andere heißt Landbauer. Hab ich mir jetzt versprochen? Du hast gesagt Landhäusl, das ist eine schöne Fusion aus Fetzenteppert naja, und Fetzenteppert. Naja, das ist aus dem Widerstand heraus. Nicht? Bei Nazi-Schlampe darf man die beiden bei uns offiziell nicht nennen. Und deswegen sagt man Codewörter. Landhäusl. Liebe Deutsche und Deutsche, passt mir auf dieses unser aller Deutschland, weil bei euch geht's wirklich um was. Wir sind Spielwiese, bei uns kann man machen, was man will, das ist ja das. Was gibt's denn eigentlich für politische Alternativen in Deutschland zur Alternative für Deutschland? Naja, da gibt's genug und vor allem, also es gibt ja auch kluge und bedachte und weitsichtige Deutsche. Politikerinnen und Politiker. Ne? Zum Beispiel den Hupsi Aiwanger. Hupsi Aiwanger, den ja. Freien Wählern Bayern. Der ist ja mein absoluter Schnuckiputz momentan. Also der ist mir der Liebste. Der hat doch dieses Nazi-Flugblatt da nicht gemacht. Ne? Nein, das war sein Bruder Adolf Aiwanger. Der war Hund. Ne? Ja. Also, man weiß es nicht genau, entweder das war der Hund Adolf Aiwanger oder der Bruder Adolf Aiwanger. Er kann sich einfach nicht mehr erinnern. Es ist ja schwierig, weil bei den Aiwangers alle Adolf heißen, außer eben der Hupsi. Ja. Und deswegen ist es ja so unfair, dass ausgerechnet dem Hupsi das jetzt vorwerfen, wo doch er der Einzige war, also sogar da haben sogar die Frauen alle Adolf geheißen. Adolf Aiwanger, Adolf Aiwanger, Adolf Aiwanger, wie sie alle heißen. Adolf Aiwanger, Tochter der Adolf Aiwanger und des Adolf Aiwanger. Das ist ja ein ganz altes deutsches Geschlecht. Ja, Adolf Aiwanger, Entschuldigung, ich meine jetzt den Bruder, den Hupsi Aiwanger, der ist Politiker von so einer Bayernpartei, die Freien Wähler, innen, sagen wir als Fleiß. Und okay, das ist ja unfair, das ist ja so eine Mischform. Eine rein bayerische Partei mit, sagen wir mal, demokratiepolitisch bedenklichem Hintergrund, ja, das ist ja wirklich das Schlechteste aus beiden Seiten. Ja. Ein Deutscher und irgendwie dann auch also ein Intellekt und eine Mentalität wie ein Österreicher, das ist der Hupsi Aiwanger. Ich glaube schon, dass die in Norddeutschland alle glauben, der Hupsi Aiwanger ist ein Österreicher und ich kann das auch verstehen. Aber du wolltest mehr über den erzählen, ich spüre es richtig, oder? Dieser Hupsi Aiwanger hat ja die Gefahr, vor der Deutschland steht, erkannt und hat deswegen gesagt, Bayern und Deutschland wären sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte. Das hat er wirklich gesagt? Das hat er gesagt. Weißt du, was ich da sage? Sag. Der Hupsi Aiwanger ist ein linksgrün versifftes Dreckschwein.
Aber hoffentlich ein deutsches. Das nicht ja, nein, mal bitte, schau mal den Satz genau. Der Satz ist gegendert. Ja? Wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau, was soll denn das? Will mir der Hupsi Aiwanger jetzt vorschreiben, wie ich zu reden habe? Will mir dieses Gender-Gaga, will mir der das wirklich aufzwingen? Da können ja wir froh sein, dass wir das bei uns in Niederösterreich jetzt mittlerweile verboten haben. Ja, Gendern ist in Niederösterreich verboten, das und der Hupsi Aiwanger, der verboten. Tut das sogar. Das ist eine Sauerei, wirklich. Das, diese Woken sind überall, ja. Liebes deutsche Brudervolk, passt's gut auf. Also der Hupsi Aiwanger fällt schon mal weg, aber bitte gut, der ist eh nicht ernst zu nehmen, der ist ja Österreicher im falschen Körper. Wäre so den Anfängern. Eine Trans-Nazi-Schlampe und Trans jetzt im Sinne von Österreicher. Am 8. Oktober wählt Hessen und wählt Bayern. Wir werden schauen, ob uns die wirklich alles nachmachen, weil dann müssten die ja auch im flächenmäßig größten Land dann ja auch mal bald regieren, die AfDler. Das ist ja Bayern, oder? Bayern ist quasi das Niederösterreich von Deutschland, oder? Ich weiß nicht, welches Land jetzt klagt. Wir schließen diesen Podcast damit. Wer uns klagen will, der bittet uns am besten darum, dass wir ihn oder sie Nazi-Schlampe nennen. Wir erledigen das gerne im nächsten Podcast. Dann kann man uns klagen. Ausnahme? Alice Weidel. Bei der darf man das ja. Liebe Damen und Herren da draußen, ganz egal, ob Sie jetzt dem deutschen oder österreichischen Volk angehören oder auch beiden, liebe Schweizer, ihr seid mitgemeint. Das war's für heute. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.